So, da bin ich wieder, euer Bioschmied mit Satisfactory, jawohl. Und ich war fleißig in der Ruhepause bzw. im Offscreen. Ich habe nochmal ein paar Festplatten gesammelt und zwar sind jetzt einige Sachen, ich habe jetzt nichts mehr so wirklich im Kopf, was ich freigeschaltet, doch hier, den habe ich als Alternativrezept gefunden, den Rotor hier, den Stahlrotor. Irgendwas mit Eisen war auch noch. Genau, Eisenbarren aus Kalkstein und Eisenerz. Dann war irgendwas mit Stahl noch. Stahl hier aus Eisen und... Nee, das ist ja Standard. Genau, aus Eisenbarren und Dings aus Kohle. Das ist eigentlich sehr, sehr geil. Stahlträger aus Stahl und Beton wären dann 45 pro Minute, ne? Das ist ein bisschen geiler eigentlich. Stahlrohr, genau, Stahl, das hatten wir ja schon. Mehrzweckgerüst, Turbodraht. Hier war eigentlich nichts mehr. Krabbenbrüter Stator, genau, den Stator mit Turbodraht habe ich noch gefunden. Motor waren auch nichts mehr. Wasser. Ja, total gut. Und noch irgendwo irgendwas, keine Ahnung. Und es laufen noch zwei Stück durch, beziehungsweise eine. Ja, also, ich habe ein bisschen... Das mit dem Turbodraht hatten wir in der letzten Folge, genau. Ich habe, wie gesagt, man sieht es ja da oben rechts ein bisschen eskaliert. Oder beziehungsweise, was heißt eskaliert? Also, ich habe einfach ein bisschen... Achso, wir müssen mal das Inventar aufräumen, sehe ich gerade, ist alles voll hier. Achso, nee, das können wir gleich mal einlagern, weil das ist aktuell noch wertvoll. Ich habe einen Blueprint Designer gebaut. So, und jetzt müssen wir mal gucken, da kam Stahl rein, da kam Stahlbeton rein, genau. Dann können wir den mal hier reinstecken. Ich habe beim Festplatten... finden habe ich Gasnobelisten gefunden. Die können wir auch gleich mal ausprobieren. So, das tun wir da schon mal rein. Und jetzt brauchten wir für das Gerüst, glaube ich, nochmal diese können wir damit reinstecken. Dann geht das nochmal ein bisschen schneller. Ich hoffe, dass das klappt, aber ich glaube es nicht. Also ich glaube nicht, dass das mit der Phase jetzt klappt. Wenn der hier durchgelaufen ist, dann machen wir hier einfach einen Container von. Dann haben wir... Ach so, genau. Ah ja, genau. Wir müssen mal ein paar Sachen in die Kiste tun. Computer habe ich auch gefunden unterwegs. Ich hatte überlegt, das alles zu schreddern, aber das macht für mich jetzt irgendwie keinen Sinn. Ein Supercomputer habe ich sogar gefunden, genau. Die können wir auch schon mal, da haben wir 9 Stück von. Da fehlen uns allerdings diese. Genau, und dann habe ich nochmal ein paar Proteine gefunden. Krabbenbrüter, Keiler, Stecher, nee, Stecher nicht, Spucker. Das ist natürlich immer so Zeugs, was dann eben bei rumkommt, ne, wenn man unterwegs ist. Ich habe den Explorer freigeschaltet, den kann ich euch auch gleich nochmal zeigen. Der ist ja ein bisschen schneller als der Traktor oder der Schlepper. Und dann stecken wir die DNA-Kapsel nochmal rein. Und ich hatte, glaube ich, vorher auch schon mal eine andere kleine Farmrunde gemacht. Und allerdings Richtung Pilzbiom. Da habe ich allerdings keine Festplatten gefunden, sondern nur... Mörsersphären und Schnecken. Deswegen haben wir jetzt auch 6 Energiefragmente. Ich hätte durchaus noch mehr Schnecken mitnehmen können, aber das Inventar war schon so vollgeballert, dass das dass es am Überlaufen war. Im Explorer war auch nichts mehr frei, kann ich euch gleich nochmal zeigen. Oder kann ich euch jetzt mal zeigen, den habe ich hier dazu gestellt. Da ist, glaube ich, auch noch ein bisschen Zeugs drin. Da, oh, guck mal hier. Ne, warte mal.
Wir machen mal den Treibstoff da rein. Die 183 nehmen wir uns raus für die Kettensäge. Und dann machen wir den mal komplett leer. Das ist ja nur der Treibstoff fürs Fahren generell. Wir waren da gerade, ne? Genau. Machen wir das mal zu Ende hier. Und dann stecken wir die jetzt eben in Dings rein und kaufen wir mal ein bisschen Zeugs im Shop ein. Schwere Rahmen habe ich hier gefunden. Normale Rahmen. Also es sind durchaus auch neue Sachen. Neue Sachen an den Absturzstellen jetzt vorhanden. Alleine schon, dass ich hier 54 oder 55 Nobelisten gefunden habe, das fand ich schon sehr cool. Ich habe hier mal eine kleine Rampe gebaut, damit ich hier nicht immer springen muss. Nur mal so am Rande. Genau. Die Schrauben stecken wir auch mit rein. Die tauschen wir mal aus, weil er nimmt immer von hinten. Von hinten. Genau, 16 Marken haben wir jetzt. Da kommen natürlich jetzt noch ein paar dazu. Das heißt, ich würde jetzt noch mal eben schnell die Stahlträger da mit reinstecken. In die Maschine hier. Ja, das haben wir jetzt gar nicht, können wir gar nicht verbinden. Und wenn das dann durchgelaufen ist, dann ja, vielleicht schaffen wir es ja doch. Sind ja nur noch 115, die wir brauchen. Quatsch, 145, 144. Quatsch, dahin wollte ich. Jetzt zieht da schon die Schrauben. Jetzt haben wir 20 Marken. Genau. Und dann können wir hier mal ein bisschen einkaufen. Designelemente kaufen etc. Wir können auch mal die Boombox kaufen. Und meine Kassette dazu. Sanctum 2 finde ich ganz cool. Gibt auch einen Erfolg. It is speculated that in the earliest days of humanity, people created drums and similar instruments to derive pleasure and social unity from the rhythmic sounds, accompanied by gyratory movements. Congratulations for unlocking a device that, thousands of years later, fulfills exactly the same function, except with a requirement for rare metals and plastic components. So, dann würde ich die Werbetafeln noch mal gerne. Das sind aber nur die ganz großen. Ich würde ganz gerne die nehmen. Machen wir das mal. Haben wir noch 9. Where did you leave your lizard doggos? What's in this storage container? Where did you put the essential components needed to save humanity? Do you wish there was text to prevent you from constantly taking the wrong turn? Disguise your struggles to comprehend the complexity of your surroundings with signs. Und diese würde ich auch ganz gerne mal ausprobieren. Unbemalt. Das können wir gleich auch mal machen. Fundamente. So, jetzt geht's los, ja. Die halben Foundations würde ich gerne nehmen. Und die Treppen. Dann haben wir nämlich alles. Dann haben wir wieder alles verbraucht. Perfekt. So. Dann haben wir hier ordentlich was zum Freischalten hier. Einmal die Anzeigetafeln. Das Quarz habe ich ja jetzt schon. Dann diese beiden noch. Die Aufteilung ist ja auch anders geworden. Die können wir auch mal ausprobieren bei Gelegenheit. Wände. Ja, die hatte ich nochmal freigeschaltet. Und die Architektur, da ist jetzt auch schon ganz gut was dazu gekommen. Dann haben wir ja schon mal ein bisschen was. So, jetzt stecken wir noch mal die restlichen Stahlträger da rein. Und dann holen wir noch mal von da hinten. Ich habe auch Treibstoff gefunden, den gab es auch. Okay, dann ist das erstmal wichtiger. Ich habe auch Stahl... Achso, hier hatte ich mal die ganzen Pilze weggedings. Da können wir mal eben die Schnecke noch mitnehmen, wenn wir sowieso zum Mam laufen. So. Soup noch gar nicht angemacht. Bin gerade erst nach Hause gekommen. Ich
nehme ja meistens immer nach der Arbeit eine Folge auf. Aber es ist Wochenende jetzt. Also, ja gut, für die Zukunft dann, wenn das Video kommt, dann ist das Wochenende schon wieder vorbei. Genau, und Stand jetzt müsste eigentlich morgen, also für, aus meiner Sicht jetzt, morgen müssten zwei Folgen kommen. Morgen ist eben Samstag. So, dann machen wir das mal hier. Guck mal. Rekrut. Ja, das ist hier auf jeden Fall das Rezept, was sie am Anfang alle haben wollen. Ich will aber gerne das Stahlrezept aus Eisenbarren Stahlträger. Das wäre geil. Weil dann könnte ich mir die ganze Kohlegeschichte sparen. Und dann müssen wir auch nochmal mit dem Blueprint arbeiten. Jetzt würde ich ja ganz gerne nochmal diese Alien-Komponenten holen. Bio, wie kannst du denn so schnell gegen den Strom der Bänder laufen? Ja, weil ich hier genau auf den Stegen laufe. Hier geht es langsamer und hier geht es wieder schneller. Nur für die Laien unter euch, sage ich mal so, ne? So, Schwert mal wegstecken, das brauchen wir jetzt gerade nicht. Hier kommt ja alles, was wir brauchen, bis auf Stahl. Stahlbetonträger, die habe ich jetzt erstmal rausgenommen. Weil, oh, jetzt ist alles voll, ne? Geil. Guck mal, wie geil das aussieht. Eigentlich könnte man das ja so machen, ne, dass man das eben so macht. Und hier dann dieses ausmacht. Nee, Quatsch. Warte. Nee, das ist das Falsche, ne? Das ist das Falsche. Ich habe was weggeschmissen, was ich eigentlich nicht hätte wegschmeißen sollen. Ach, jetzt habe ich gar keine Rotoren dabei. Na gut, dann machen wir das beim nächsten Mal. Dann nehmen wir das jetzt händisch mit und gut ist. Aber das war knapp. Am Anfang hieß es ja, glaube ich, dass diese Quellen endlich sein sollten. Aber jetzt sind sie wohl doch unendlich. Also die Sam Quellen. Hier wäre auch noch Eisen. Und jetzt müssten wir dann mal Baupläne. Nein, Customer, nein. Ich habe das Falsche gewählt. Oh, wollte ich machen. So, wir brauchen ja für dieses Sam Fluctuator. Da brauchen wir sogar einen Manufaktor für. Den haben wir ja noch gar nicht. Dann hat sich das auch erledigt, meine Idee. Da haben wir noch genug. Da können wir mal ein bisschen was in den Schredder rein. Und ich habe mir so überlegt, ich mache das auf der Höhe. Decke ich hier alles ab. Dann habe ich unten drunter viel Platz, um dort zu werkeln. Oder wir machen es nicht ganz so hoch, dass, ne, dass wir dann vielleicht die Höhe nehmen. Weiß ich nicht. Also ich will das alles mit Platte haben. Und, ach so, was mir auf der Arbeit noch eingefallen ist, den Hühnergott. Ich sage ja mal Hühnergott dazu. Da würde ich ganz gerne die ganzen Alien-Komponenten machen. Also das, was jetzt neu dazugekommen ist, das steht da ja auch schon. Und die Weltraum-Lift-Komponenten, da bauen wir dann nochmal ein Gebäude für. Das mache ich allerdings nicht so groß, wie ich das schon mal gezeigt habe. Ja, hier können wir noch nichts auswählen, da müssen wir noch warten. Noch 100 Teile. Das müssen wir jetzt mal eben schnell von Hand daddeln hier. Hier sind übrigens auch noch Schnecken. Zwei Stück. Beziehungsweise 6 Charts. So. Sam Fluctuator. Da fehlt uns jetzt das Stahlrohr. Okay. Dann stecken wir hier nochmal, damit das auch wieder ein bisschen schneller geht, nochmal so rein.
machen hier einfach mal... Oh nein, stopp. Ich glaube, wir bräuchten... Ach, da ist die Festplatte dran, okay. Ja, dann machen wir das jetzt so. Einfach hier ein bisschen Platz schaffen. So Sachen, die angefangen sind, wo nicht mehr viel von über ist. Ne? Dass wir dann auch ein bisschen Platz im Inventar haben. Jetzt hast du dir die Boombox geholt und probierst sie gar nicht aus, oder was? Ja. Kassette wechseln. Bisschen laut. So, ich weiß nicht. Ich glaube, das ist recht gut so von der Lautstärke, ne? Ich weiß, dass sie... Boah, das können wir eigentlich mal machen, oder? Das können wir eigentlich mal machen. dass wir mal eine Kassette besorgen. Dafür gibt es einen Erfolg. Und es gibt auch noch neue andere Sachen, die man auch so finden kann in der Welt. Ich weiß jetzt nicht genau wo. Ich glaube bei den... mir immer noch zu laut. Ah, so müsste es eigentlich gut sein. Ich glaube bei den Dogos. Ich wollte gar nicht hier hin. Ich wollte Stahlrohr holen. Ja, die Boombox war jetzt einfach so ein Frustkauf quasi. Nein. Ja. Ist ja immer so, meistens... Es ist ja meistens so, dass wenn du Musik hörst... Was war denn das noch? Ah ja, okay. Habe ich natürlich gerade weggeschmissen. Das ist natürlich total toll, total schlau. So, dann machen wir das mal eben und dann können wir ja noch mal ein Update auf den Upload hier im. Ja gut, da müssen wir erstmal warten, bis die Festplatte fertig ist. Deswegen klöppeln wir das mal eben von Hand. So, ich habe meinem Sohn gerade vorgeschlagen, da er ja nach Satisfactory gefragt hat, wenn er dann da ist. Er kommt ja jetzt am 3. Oktober kommt er zu mir, dass er dann einfach mal mitspielt für ein, zwei Folgen. So, mal gucken. So, wir brauchten 100, glaube ich, ne? Oder 100... Das waren so ungerade Zahlen hier irgendwie. Also man kann trotz Analyse auch immer noch in die Dings reingucken. 103. Komische Zahl, also ganz ehrlich. 151, 199. Also ich finde den Stapelzuwachs finde ich sehr viel besser. Ich nutze das eigentlich gar nicht. Ich müsste da viel mehr reinfüllen. Weil hier der Beton, der steht jetzt auch schon, ne? So, dann machen wir mal 103.
Ja, und dann wird er mir hier ein bisschen helfen. Also ich werde erstmal offscreen ein bisschen gucken, dass er sich hier so ein bisschen einlebt in die Welt und dann vielleicht. Was ist denn jetzt mit der Festplatte hier? 32 Sekunden noch. Dann nehmen wir uns mal hier die Sphären raus. 7 Stück brauchte ich gerade auch, glaube ich. Quatsch. Ja. Warten wir mal die 14 Sekunden ab. Oder 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6. So, mal gucken, was es da gibt. Stahlschrauben. Na toll. Finde ich jetzt auch nicht so geil. Also ja, ist schon ein gutes Rezept, weil es einfach einfacher geht aus Kupfer und Eisen. Aus Stahl und Beton Kupferrohr. Das ist ja auch Quatsch, oder? Ich meine, klar ist es easy herzustellen, ja. Aber ich hätte gerne das andere Rezept. Wir nehmen das mal. So, und jetzt können wir in der Alien-Technologie. Wir haben ja noch. Haben wir noch eine Festplatte? Ich nehme das hier. Was aber auch spannend wäre, da ich ja die Computer eingesammelt habe. Hier. Können wir das mal machen. Weil dann kann ich aus dem Inventar hochladen. Das ist auch geil. Ich werde jetzt hier gar nicht großartig weitermachen. Manual Depot Uploader unlocked. Storage Dimension and Pocket Dimension now connected both ways and stable. Parts can now be uploaded to the Storage Dimension directly from the inventory. Note. The storage dimension now understands the boundaries of the pocket dimension and recognizes the distinction between matter belonging to the pioneer's inventory and matter belonging to the pioneer. The window within a window within the shallows within the deep, curling around itself separately, echoes strangely. I'm sure strange is the correct term for what this must feel like to you. Ja, genau. Oh, guck mal, hier, wir brauchen nur noch. Kann ich auch gleich noch eine Doppelfolge von machen. Soll ich Sonntag auch 2 Folgen hochladen? Ja, das dauert hier ein bisschen halt, ne? Das ist jetzt nicht so. Ich habe noch nicht mal gerendert und so. Machen wir die restlichen hier noch zu Ende und dann stecken wir die wieder in die Kiste rein. Ach so, ich habe ja okay, klar, logisch. Ich habe da ja gar nicht so viel von mitgenommen. Bauxit habe ich gefunden. Wie gesagt, Supercomputer. Die sehen ja jetzt so aus. Kann ich mal eben auf den Boden stellen. Also die haben von dem Quantencomputer das Model genommen. So sah der ja aus. Und haben das zum Supercomputer gemacht. Ne? Hier stecken wir mal in Schredder rein, mal gucken. Bam, gleich 3 Marken. Wir werden die ja selber bauen dann irgendwann, ne? Also, da braucht ihr keine Angst zu haben. Ach so, es gibt noch einen Trick. Ich weiß nicht, ob der noch funktioniert. Ob der ist der Cybertruck freigeschaltet? Quatsch. Ja doch. Nee, im Shop. Ich glaube nicht. Geht das denn noch mit dem Cybertruck? Schauen wir mal. Ja. Fix it sees what you did there. How creative. I have also been creative. There is something extra special for you in the awesome shop. It is a marvel of technology. It is truly the shape of the future. I will be sad if you do not use it and love it and tell any friends you make in the future all about it. Hier, die habe ich gerade freigeschaltet, ne? Die da.
So, dann schauen wir mal. Ausrüstung, fix it. Ihr seid der Cyber Wagon, Entschuldigung. Er hat wahrscheinlich auch noch seine... Also geil wäre es, wenn sie hier die Räder mal rund gemacht hätten. Aber die haben eckige Räder. Ja, das wäre natürlich noch ein bisschen geiler gewesen. Fixed Checkmarke, keine Ahnung, was das hier alles ist. So, dann haben wir noch eine Marke, die stecken wir mal in die Kiste rein. Die brauchen wir jetzt nicht. Da ist er. Okay, die andere Seite hat er jetzt in der Hand oder sie jetzt, ne? Das habe ich hier auch drauf. Also. Sicher, dass das Kaffee ist? Okay. Ihr seht ja die Erfolge nicht, weil da meine Kamera vor ist. Aber ja. Quatsch. So. Ja, was machen wir denn jetzt? Man könnte zum Beispiel KI-Begrenzer machen. Wir haben ja nur noch 4 Minuten. Aber hier hinten zum Beispiel, warte mal, wie sieht denn das aus mit dem... Oh ja, das sieht sehr gut aus. Wir können hier hinten Bleche machen. Weil wenn die Quellen hier nicht vertauscht oder verschoben haben, dann würde das ja gehen, ne? Die nehmen wir gerne mit, aber da unten sind sie. Gib mir deinen Panzer. Da unten war noch einer, ne? Ich hab dich gesehen, Kollege, kein Problem. Wir hatten mal hier eben den Dings weg. Dann machen wir mal. Führen wir Turbodraht und Blech zusammen und dann haben wir nämlich KI-Begrenzer schon mal. Das ist unrein, das ist auch unrein, das ist natürlich blöd. Aber dann machen wir das einfach so, indem wir hier ein Dings hinterstellen. Da kommen dann später auch noch MK3-Miner drauf. Kann das sein, dass die verändert haben, die Quelle? Das könnte durchaus sein, ne? Dann machen wir das. Erstmal sprengen wir hier ein bisschen das weg. Und dann würden wir das darüber führen, genau. Wir machen das gerade. Ich will das immer gerade haben. So, dann passt das auch besser. Ne? Müssen wir natürlich noch Strom setzen. So. Hör doch mal auf, mit dem Bein zu zappeln hier, Bioschmied. Das macht man nicht. Das macht man nicht. So, hier oben eine Stromquelle. Dann kann man die besser abführen hier, ne? Das war jetzt der Plan oder das war die Idee dahinter. Und dann müssen wir mal gucken, das wird dann irgendwie so oben auf der Platte gemacht. Da machen wir noch ein schönes Gebäude drumherum. Ich will auf jeden Fall wieder Gebäude bauen. Wer meine wer mein Links gesehen hat. Update 8, meine Playlist, der kann da ja einiges sehen. Aber es soll natürlich noch besser werden, ne? Das ist klar. Hier hinten war auch noch eine Absturzstelle. Gib mir deinen Panzer. Irgendwo war hier auch noch eine Absturzstelle. Ich glaube da drüben, oder? Kommen wir denn da rüber? Boah, scheiße. Hier ist ein Spucker auf jeden Fall. Alter, der trifft genau in, so wie ich gelaufen bin. Krass.
Hier hinten irgendwo, ne? Zittern nicht, siehst du. Ich habe mich ja gar nicht gesehen. Lass dich doch in die Ecke bringen, lass noch einer, ne? Alter. Guck mal, hier liegen auch so hochwertige Sachen rum wie Rotoren und. Hier dürfte es. Oh, hier müssen Blech reinstecken, okay. Dann haben wir ja nochmal eine Festplatte, guck mal. Wie gesagt, ich markiere mir die immer mit so einer Stromleitung hier. Oder einen Strommast. So, gucken wir mal, ob hier noch irgendwas rumliegt. Hier habe ich doch was gesehen. Cool, dann haben wir die Kassette auch einmal durch. Hier ist noch ein Rahmen. Nicht genügend Platz im Inventar. Ja, genau. So, dann haben wir noch eine Festplatte gefunden. Gib mir deinen Panzer. Geh mal ein bisschen drumrum tänzeln, dann klappt das auch. Eigentlich war hier früher mal ein großer. Nicht genügend Platz im Inventar. Was macht man da? So. Ja. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst doch gerne mal einen Daumen da. Abo nicht vergessen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao, tschüss. Euer Bioschmied. Bye, bye.